Marc, es gibt wieder Neues in der Kaderplanung zu vermelden. Ja, richtig. Also wir freuen uns natürlich, dass Marco Becak bis 2019 hier bleibt. Wir haben ja gesagt, dass wir jetzt den Kern der Mannschaft zusammenhalten wollen. Das ist uns mit den Verlängerungen von Dario, Robert, Michael Damgaard, Matthias Musche schon gelungen. Ich denke, Marco Becak, extrem wichtiger Baustein, unser Hirn auf dem Platz, wird das zukünftig zusammen mit Chris O'Sullivan lösen. Und wir sind extrem froh, gerade auch nach der doch sehr, sehr guten Olympiade, die er gespielt hat, dass er gesagt hat, er bleibt in Magdeburg. Herzlichen Glückwunsch zur Vertragsverlängerung. Du bleibst bis 2019 jetzt bei uns. Was war ausschlaggebend für die Verlängerung? Ja, danke schön. Erstmal, ich denke, dass wir haben hier in Magdeburg so eine sehr gute Mannschaft, auch für die nächsten paar Jahre. Und ich will mit dieser Mannschaft unsere Ziele in den nächsten Jahren auch erreichen. Und sicher ist auch, dass Magdeburg spielt wieder in der Champions League. Und auch meine Familie und ich fühlen sich sehr wohl hier in Magdeburg. Und war nicht so schwere Entscheidung, dass wir bleiben hier. Welchen Stellenwert hatte die persönliche Bindung an die Mannschaft, an die Freunde, die man in der Mannschaft gefunden hat? Wir sind in Mannschaft, ich denke, alle gute Freunde. Ich habe auch so ein Gefühl, dass ich passe in diese Mannschaft. Ich denke, das gezeigt auch, dass wir sind eine gute Truppe und dass wir stehen zusammen auch in schlechten Zeiten. Und ich denke, das ist auch wichtig für diese Mannschaft.